360.000. So viele Reservisten wurden in den ersten Tagen nach dem Terrorangriff der Hamas ins israelische Militär einberufen. Viele von ihnen wurden Richtung Gazastreifen abkommandiert, andere zum Westjordanland. Der 27-jährige Ohad ist einer von ihnen, doch er ist ein ganz besonderer. In bemerkenswerter Offenheit hat er sich mit Chefreporter Steffen Schwarzkopf über Mut, Patriotismus und Angst unterhalten. Der Krieg ist in vollem Gange. Wir sind 5 Kilometer nördlich des Gazastreifens, als wieder die Raketen fliegen. Deckung suchen, irgendwo ist das Einzige, was bleibt. Keine 10 Minuten Fahrt weiter nach Süden feuern israelische Haubitzen und Panzer auf Stellungen der Hamas fast rund um die Uhr. Das Militär hat inzwischen alle Einheiten, alle Soldaten, alles Gerät, das für eine Offensive notwendig ist, rund um den Gazastreifen zusammengezogen, vor allem im Nordosten des von der Hamas kontrollierten Gebietes. Aber auch nahe des Westjordanlandes gibt es immer wieder Zusammenstöße. Hier treffen wir den Soldaten Ohad. Der 27-Jährige ist eigentlich deutschsprachiger Reiseleiter. Er stieß noch am Tag des Terrorangriffs selbst als Reservist zur Armee. Jetzt ist das Gewehr sein ständiger Begleiter. Er will sein Land verteidigen. Ja, das ist sehr wichtig für mich. Ich weiß, das gibt es keine Alternative für mich. Ich bin Jude. Gibt es einen Platz in die ganze Welt zu leben, und das ist hier. Und ja, ich bin hier. Du bist bereit auch dafür und für dein Land dein Leben zu geben. Ja. Ohads Ehemann ist ebenfalls Soldat. Yair, 34 Jahre alt und momentan direkt am Gazastreifen im Einsatz. Ich habe ein bisschen Angst. Also das ist nicht das erste Mal, dass es passiert, aber jeder Tag, jede Stunde. Ich hoffe, dass er ist okay und wir sprechen nicht so offen. Aber er ist stark und wir sind stark zusammen. Dass er bald seine Waffe wieder ablegen kann, daran glaubt Ohad nicht. Es wird ein langer Kampf, sagt er, für ihn, für seine Familie, für alle Menschen in der Region.